Liebe Zuschauer, heute erwartet Sie eine erhellende Sendung. Dabei denke ich an einen Ausspruch des Naturwissenschaftlers Albert Einstein: Es gibt in dieser Welt eine Stelle, in der es kein Dunkel gibt, und das ist die Person Jesus Christus. Zu diesem erhellenden Thema möchte uns der Bestsellerautor Peter Seewald einige interessante Gedanken geben. Wir befinden uns in seiner Münchner Wohnung. Herr Seewald, Ihr aktuelles Buch, Jesus Christus, eine Biografie, ist gerade im Gespräch. Und ich habe gehört, dass selbst Benedikt XVI. Dazu sehr gute Kommentare gegeben hat. Was hat Sie eigentlich veranlasst, als ehemaliger Redakteur des Spiegels, 7 Jahre lang 700 Buchseiten zu füllen? Ja, ich bin ja schon seit langer Zeit unterwegs, bin 1996 wieder in die katholische Kirche eingetreten, aber dieses Buch hätte ich mir nie zugetraut. Das war eine Idee meines damaligen Lektors mit der Begründung, Biografien gehen immer quasi. Also der hat das ganz anders gesehen. Ich habe das mit Ehrfurcht, mit Respekt gesehen und habe mir das, wie gesagt, gar nicht erst zugetraut. Erst allmählich habe ich mich dann angefreundet mit dem Gedanken, und die Frage nach Jesus Christus war die Frage meines Lebens geworden. Aber ab irgendeinem Punkt kam ich nicht so recht weiter. Ja. Ich wollte es da eigentlich noch genauer wissen. Ich habe mich gefragt, was kann man denn überhaupt gesichert über Jesus Christus heute wissen, heute sagen? Mhm. Und was sagt die Wissenschaft dazu? Was sagen die Theologen dazu? Warum haben wir in unserer Zeit ein teils zerstückeltes Bild über Jesus? Müsste man nicht einmal wieder hergehen und nicht nur danach fragen, was stimmt an der Geschichte nicht, sondern was stimmt an der Geschichte? Also die Perspektive einmal ändern und kommt dann vielleicht wieder zu Schlüssen, die viel spannender sind als diese ausgelatschten Wege vieler Exegeten, die uns von Jesus nur mehr also was auf dem Seziertisch übergelassen haben. Und mich hat dabei interessiert, auch nicht nur zusammen zu suchen, was man heute über Jesus wissen kann, sondern in diese Geschichte hineinzugehen. Ja. Also gewissermaßen auch die Innenseite des Wortes kennenzulernen, vor Ort den Spuren Jesu zu folgen, auch zu erleben, was man dabei für Inspirationen hat, möglicherweise, was sich aus der Spurensuche direkt ergibt. Und ja, das war meine Aufgabe, und das oberste Ziel war einfach, einmal wieder eine geschlossene Geschichte des Lebens Jesu zu erzählen. Das hat seit Jahrzehnten niemand mehr gemacht. Es gibt ein theologisches Dogma, das geht nicht, die Quellen geben das nicht her. Und ich finde, das war einer der größten Siege der Jesus-Gegner, dieses durchgesetzt zu haben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ja, dann ist es keine Aussage, die man irgendwie gleich wieder vergessen kann, sondern dann ist es auch ein Appell, ja, diesen Weg sich anzuschauen, diesen Weg nachzugehen. Und erst, es gibt die Worte Jesu, es gibt auch seine Taten. Erst über, wenn man beides zusammenführt, hat man die Megabotschaft Christi, und das hat mich interessiert. Wenn man Sie so reden hört, hat man den Eindruck, als sei Jesus dabei gewesen, als sie in Palästina und Israel waren, hatte man zumindest als Leser die Vorstellung, Peter Seewald ist dabei gewesen als Augenzeuge, so wie es vor 2000 Jahren gewesen ist. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, obwohl Jesus ja vor 2000 Jahren gelebt hat, was hat er eigentlich heute noch in unserer Gesellschaft zu suchen? Sie tun so, als sei dieses Thema heute brandaktuell. Ja, dieses Thema ist immer aktuell und heute mehr denn je. Wir sehen ja, je weiter wir uns von
von der Botschaft Jesu wegbewegen, umso problematischer unsere Wege werden. Wenn man davon ausgeht, wir haben in Jesus Christus das Wort Gottes, ja, dann hat es eine ungeheure Relevanz für jede Gesellschaft, für jede Epoche. Und Christen gehen nicht davon aus, dass Jesus gestorben und verschwunden ist, sondern er ist auferstanden. Wir haben ja nicht nur das Zeugnis der Evangelien, wir haben 2000 Jahre christliche Geschichte. Wir haben in diesen 2000 Jahren unendlich viele Begebenheiten, Zeugnisse. Also wir überblicken einen ganz großen Zeitraum, um sehen zu können, dass die Mission Jesu